heute Samstag und heute ist der Tag, wo Jürgen sein Auto abholen darf. Freust du dich, Schatz? Wenn ich gleich gegessen habe und noch geschafft habe zu duschen. Du schaffst das schon noch. Ja, ja. Was hat Jürgen gemacht? 8 Uhr. Da oben die Uhr zeigt nämlich immer 8:38 Uhr. Noch nicht mal eine Stunde Zeit. Ja, dann musst du halt ein bisschen schneller frühstücken. Oder du dich schneller aus dem Bett bewegen. Ich habe schon extra nach dem Duschen meine Haare nicht geföhnt. Wenn du dich in Dusche siehst wie letztes Mal. Ich hatte nur einmal kurz kaltes Wasser. Nicht nur minimal warmes Wasser. Zum Ausspülen. Hab leer gemacht. Hast leer gemacht, Dummi. Was war denn heute Morgen bei dir los am Bett? Stand ein Paket. Da stand ein Paket? Warum das denn? Upsala. Oh, der Zoomer ist runtergefallen. Was hast du denn da? Erzähl mal. Was ist das denn, Dummi? Luftkissenboot. Von wem ist das denn? Von mir. Von dir, ja. Aber von der Paw Patrol ist das, ne? Dummi, stell's hin. Und von wem hast du das gekriegt? Oder warum hast du das gekriegt? Weißt du das? Weil ich ein Nuki brauche. Weil du keinen Nuki mehr brauchst, ganz genau. Und der Dominik hat die ganze Nacht in seinem Bett geschlafen. Der große Schatz. Ja. Und die Hanna, die ist da. Mit der Milchpackung. Die Hanna. Ich glaube, die ist noch müde. Die sieht so müde aus. Bist du müde? Ja, wie gesagt, wir werden jetzt frühstücken. Und Jürgen wird dann noch duschen. Und dann wird Jürgen euch mitnehmen beim Auto abholen. Und ich werde euch... Ja, Dummi, du hast da Teewurst. Und ich werde euch ein bisschen mitnehmen beim Backen. Ich möchte nämlich Zitronenkuchen backen. Ja, du kannst nicht mithelfen. Du fährst ja mit Auto abholen. Du musst den Papa immer daran erinnern, dass der mitfilmt, ne? Ja? Gut. Wir sehen uns später. Ich stehe jetzt hier in meiner Küche, wie ihr seht. Und wir wollen jetzt backen. Ich mache einen Zitronenkuchen, upsala. Den habe ich mir jetzt von chefkoch.de ausgesucht. Ich habe euch, glaube ich, schon mal bei einem Zitronenkuchen mitgenommen. Diesmal mache ich einen anderen. Der klingt ganz einfach. Das Rezept ist ziemlich easy. 350 Gramm Margarine, genauso viel an Mehl und Zucker. Also ganz einfach. Ein Päckchen Vanillezucker, 2 Teelöffel Backpulver, 3 Zitronen, wovon die Schale in den Kuchen kommt und der Saft für die Glasur ist. 300 Gramm Puderzucker, das könnte ein bisschen problematisch sein, wenn ihr mich schon kennt und beim Backen schon öfter zugeschaut habt, dann wisst ihr, dass ich immer so ein bisschen improvisieren muss. Irgendwas fehlt mir irgendwie immer, obwohl ich echt schon versucht habe, einiges mitzunehmen, dass mir nichts fehlt. Ich habe wahrscheinlich nur so ein Päckchen oder so 200 Gramm. Da muss ich ein bisschen weniger Zitronensaft nehmen, damit die Glasur nicht zu dünn wird. Muss ich halt mal schauen. Und 6 Eier kommen rein. Als erstes, das wird ein Blechkuchen. Das mache ich das erste Mal, so einen Kuchen auf dem Blech. Ich habe da immer so ein bisschen Bammel. Ich habe immer Angst, das kriegt man nicht runter. Ich habe zwar Backpapier drunter, steht auch im Rezept so. Und die Ofenangabe finde ich ein bisschen dubios. Zwischen 175 und 195 Grad soll man den backen. Ja, das ist immer eine sehr große Spanne. Ich habe jetzt den Ofen mal auf 180 Grad gestellt. Und fange jetzt an. Also als erstes soll ich die Zitronen reiben. Das mache ich jetzt gerade. Da schalte ich euch nochmal ab, weil das dauert, glaube ich, zu lang und das ist dann wieder langweilig. Hanna schläft übrigens. Und ich habe eben so gedacht, als ich sie hingelegt habe, weil ich habe sie wieder in den Kinderwagen gelegt und sie ist mir wieder sofort eingeschlafen. Ich hatte das Fenster im Kinderzimmer auf, sie hat die Vöglein zwitschern hören. Ja, und die Sonne scheint und während ich sie so hin und her geschuckelt habe, habe ich so gedacht, oh, das ist so eine schöne Luft, es ist nicht so warm, aber die Sonne ist da. Jetzt hättest du Bock, raus in den Garten zu gehen und da schon mal anzufangen. Wir haben gestern beim Kaufland, das habe ich euch in meinem Food Hall gar nicht gezeigt,
Die haben wir nämlich noch scheinbar im Auto gelassen. Haben wir so Handhaken, zwei und eine Schippe geholt. Ja, die sind auch noch im Auto und Jürgen hat den Autoschlüssel mit. Heißt, ich kann leider überhaupt nicht da dran, sonst hätte ich das echt gern gemacht. Gleich, wenn Hannah wach ist, sie dann wieder im Kinderwagen oder so, mal gucken. Ja, muss das halt noch ein bisschen warten, bis es doch noch ein bisschen wärmer ist. Aber es war so, irgendwie hatte ich so gerade so ein bisschen Bock da drauf. Und sowas ist immer gut, wenn man nämlich zu sowas Lust hat. Denn ich habe, glaube ich, nicht so den grünen Daumen. Aber ich muss ja sowieso erstmal nur wüten. Erstmal den ganzen Driss, den die da reingeballert haben, in den Garten rausreißen. Dafür braucht man, glaube ich, keinen grünen Daumen. Ja, aber ja, wie gesagt, das muss noch ein bisschen warten. Die Männer sind unterwegs seit... Oh, die müssten jetzt schon fast ankommen wahrscheinlich. Sind ungefähr von einer Stunde losgefahren und eine Stunde in etwa brauchen sie. Ja, und ich mache dann jetzt mal und wir sehen uns gleich wieder. Hast du aber lang gepennt, ja? Auf der Autobahn direkt eingeschlafen wieder. Und jetzt sind wir gleich da, gell? Was bitte? Ist nicht mehr lange. Wohin fahren wir denn? Wohin? Nach Köln. Was machen wir da? Auto abholen. Was denn für ein Auto? Den Volvo. Den Volvo. Demnächst rechts abfahren. Zentrum. Ich bin fertig mit dem Reiben und Pressen. Ich habe derweil auch schon die 6 Eier in meine Küchenmaschine. Und wollte euch ganz kurz mal zeigen, ich habe eine neue Waage. Ist die nicht schön? Die ist sehr viel, oder was heißt sehr viel, aber schon etwas kleiner als unsere alte. Unsere alte ist aber leider kaputt gegangen. Der Archibald hat die runtergeworfen. Die hat den Umzug gut überstanden, aber wir hatten die dann hier irgendwo stehen. Ich weiß es gar nicht mehr. Und der Archibald die runtergeworfen und dann war sie hin. So, ich muss jetzt einmal noch in meine Schüssel die 350 Gramm Zucker abmessen zu den Eiern. Und dann wird das alles gerührt. Oh, wo gerade hier ist. Das ist auch cool, denn bei dieser Waage kann man auch Milliliter abmessen und das Umstellen von Gramm und Oz und Kilo und so. Das geht, hat eine Extra-Taste, was bei meiner alten, die ja auch vom Lidl war, nicht ging. Da musstest du ja dieses mit dem Finger ziehen und jetzt funktioniert sie dann nicht und hast dich ja nur aufgeregt. Das habe ich jetzt bei der hier nicht mehr. So, ne, komm. So. Vanillezucker packe ich auch direkt mit dabei. Und dann schlage ich das auf. So. Meine Küchenmaschine und... Meine Eier und mein Zucker sind jetzt schaumig gerührt. Der war, also normalerweise hätte ich das jetzt direkt dabei gemacht. Die 2 Teelöffel Backpulver, also ich mache da immer so gestrichene Teelöffel, wenn das nicht so genau dabei steht. Und Mehl. Ich habe im Moment nur noch Dinkelmehl zu Hause. Ich habe helles, mittelhelles und dunkles. Oder mitteldunkle, wie man sagt. Also es gibt in 3 Stufen habe ich. Aber Weizenmehl habe ich im Moment keins zu Hause. Ich habe das total vergessen zu besorgen, dass wir das gar nicht mehr hatten, dass ich wirklich viel aufgebraucht habe vor dem Umzug. Davon brauchten wir auch 350 Gramm. Oh, vielleicht komme ich mit dem doch noch hin. Extra gerade noch aus dem Keller ein Tütchen geholt. Doch, das reicht noch, super.
andere gar nicht. So, das kommt jetzt mit in das Eiergemisch, wird dann nochmal gerührt und auch die... Na, dreht ihr euch zu mir? Na. Ich muss unbedingt einen neuen Halter haben, Leute, das ist echt... Echt ein Kampf. So, Mehl rein. Und die Zitronenschale. Und ich gebe noch einen kleinen Schuss Zitronensaft. Steht nicht im Rezept, mache ich aber so, weil ich in den Guss nicht so viel mache und ich möchte es schön zitronig haben. Das rühre ich jetzt einmal durch und dann kommt gleich noch die Margarine dabei. Wichtig, nicht zu hoch stellen, sonst hat das Ganze weh. So. Das sind 350 Gramm Margarine. Die kommen jetzt rein in die Schüssel. Ich mache euch gerade mal noch eine Empfehlung. Ich kann euch echt zum Backen, ihr habt jetzt gesehen, die Margarine ist fast vollständig so rein in meine Schüssel. In Plastikschüsseln klebt das doch immer mehr. Also ich nehme total gern nur noch diese Metallschüsseln. So. Also die sind echt super. Nur mal so als kleiner Tipp am Rande. Ich habe die ja auch bei meiner Küchenmaschine für den Teig. Ist echt super. Das war auch ein Set vom Lidl hier. Das ist die kleinste. Die andere, die ich euch gerade eben gezeigt habe, mittel. Und dann ist sie noch in etwas größer. Da waren auch Deckel dabei. Echt super. So, jetzt rühre ich wieder. Und dann ist der Teig schon fertig und kann aufs Backblech. So sieht mein Teig jetzt fertig aus. Ich habe ihn auch gerade schon probiert. Er ist richtig schön zitronig. So wie ich ihn gerne habe. Und der kommt jetzt da auf das Blech und dann kommt er in den Ofen. Das zeige ich euch dann gleich nochmal. Wen hast du da? Rocky. Den Rocky. Was macht der Rocky da? Autofahren? Sondern? Guckst du so böse? Denk mal. Bitte in 1100 Metern rechts abfahren auf dem A55. Nicht gut gelaunt. Sich in Richtung Eintal und doch, aber. Hier rein jetzt? Oder? Nein, 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 weiter geradeaus. Geradeaus. Da, wo der andere steht, hinten links. Ich finde Köln zum Kotzen. Ich fahre lieber in München, als in Köln fahren. Bitte wenden. Wo ist eine Schranke? Da, hinten. Ja. Aber die bleibt offen. Ja, und dann, guck mal, da ist ein Bausteinkran, ja? Ja. Beide. Ein Mann und noch ein. Zwei sind das. Zwei Stück. Zwei Stück. Geradeaus weiter. Vor der Ampel rechts. In 250 Metern haben Sie das Ziel erreicht. Ja, das ja. Ziel befindet sich auf der rechten Straßenseite. Radfahrer, kommt keiner. Kommt keiner. Nein, ist rein. Kannst. Und direkt links. Ach, ein schöner Parkplatz frei, siehst du? Jetzt links abbiegen und danach rechts abbiegen. Die Ansage ist ziemlich direkt von dem Navi. Also nichts sagen zum Garmin. Garmin, finde ich, sagt früh genug Bescheid. Zu ich hatte früh. Das teils, finde ich nicht unbedingt schlimm. Ich mag es lieber nicht, wenn es zu spät jetzt ist, mag ich das nicht. Nee, weiter geradeaus, weiter. Doch, Papa, du hast Vorfahrt. Ach so, ich hab gedacht, da ist ein Vorfahrtsschild gewesen. Ist aber egal, hinter mir ist gar nicht hier rein. Ja, da rein.
Wenn möglich, bitte wenden. Nein, wir sind da. Links und dann geradeaus dran vorbei. Ich fahre einfach geradeaus, da waren ein paar schöne Parkplätze. Da, geradeaus weiter. Komm hier, guck mal, da steht der schwarze Schaden, das ist unserer. Ja, ja. Klar, da wäre schön. Fahr weiter, da waren schöne. Ich hab mir erstmal auch gepackt. Das ist unser. Ja, leider nicht, gell? So ein großes Auto haben wir nicht von Volvo. Leider nicht, Dummi. Dann rein. So, da ist er jetzt auf dem Blech. Ja, ihr habt ja schon mehrere Backvideos von mir gesehen, habe ich eben schon mal erwähnt. Und ihr wisst, dass ich nicht fürs Verzieren zuständig bin, sondern der Jürgen. Da seht ihr wieso. Also ich so glatt streichen und so ein Kram ist nicht so meins. Ich hoffe, der zieht sich nur so ein bisschen beim Backen und geht auch noch ein bisschen hoch. Und ja, wenn er fertig ist, zeige ich das euch. Und jetzt muss ich gleich noch Lasagne vorbereiten für heute Abend. Und, ist der schön? Sieht gut aus. Der hat auch Scheibenwischer, ja. Da ist die Hanna schon da mitgefahren letztens, gell? Mhm. Zur Probe gefahren, als du bei Opa und Oma warst. Oder war man? Willst du gleich mitfahren oder willst du zum Opa zurückfahren? Willst du mit dem mitfahren? Willst du mit dem Auto mitfahren und mit dem Opa mitfahren? Hm? Mit dem? Ich habe jetzt gerade den Puderzucker gesiebt, wie vermutet 200 Gramm. Weil ich habe das immer hier in so einem Döschen drin und da passen nämlich immer so circa 200 Gramm rein. Ja, da werde ich jetzt so ein bisschen mit dem Zitronensaft ein bisschen auffüllen und dann halt eine Masse daraus machen. Der Kuchen backt noch 10 Minuten und dann soll man den nämlich einstechen und in warmen Zustand die Glasur drauf machen. Und wenn ich noch Saft übrig habe, ich habe nämlich auch noch eine Zitrone, dann mache ich daraus, ich habe nämlich solche Quetschibeutel. Hier solche, also nicht Quetschibeutel, sondern hier so für Eis. So Calippo-Eis-mäßig, Wassereis, so, da habe ich das richtige Wort zu machen. Da habe ich mir, letztes Jahr beim Lidl gekauft und Domi isst ja so gerne Wassereis. Da probiere ich das mal, die haben wir nämlich noch nicht ausgetestet. Mische ich so ein bisschen mit Wasser und dann komme ich das da rein und dann probieren wir das mal. Genau, Resteverwertung direkt mitmachen. Hanna ist übrigens auch wieder wach. Die müsste noch essen oder ist vielleicht so, oh, die ist schon fertig. Da hinten sitzt sie. In ihrer Wippe, die muss ich jetzt mal wieder befreien und zu mir holen, nicht Nicke? Die hat schon den Nucki wieder im Mund. Die hat, glaube ich, auch noch nicht ausgeschlafen. Ja. Ich habe den jetzt rausgeholt und ich habe Glück gehabt, der hat sich noch glatt gezogen. Yay. Er ist aber in der Mitte trotzdem etwas höher. Ich habe so eine kleine Kuppel, wird man wahrscheinlich gleich sehen, wenn ich den Guss drauf mache. Ich habe den etwas länger jetzt drin gelassen als die 20 Minuten, so circa 23 Minuten. Ich hatte den bei 20 Minuten eingestochen. Er war jetzt nicht mehr flüssig, aber er kam mir sehr, 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 sehr weich vor. Deswegen habe ich ihn noch ein bisschen länger drin gelassen. Ich habe mir hier diese Streusel rausgeholt, die habe ich noch. Es kommt jetzt der Guss drauf und die Streusel und dann zeige ich euch das Ergebnis. Achso, und einstechen muss ich ihn vorher noch. Ich habe mir schon eine Gabel bereitgelegt und dann, ja. So sieht das schöne Stück fertig aus. Die Hanna ist ein bisschen knatschi. Kuckuck, Schnecke. Grins. Die würde nämlich schon, glaube ich, ganz gerne ein Stück Kuchen essen. Die hat das nämlich schon wieder spitz, dass das was zu essen ist. Nur eine kleine Schnecke, ne? Ja. Der Guss hat jetzt gereicht. Also wie gesagt, 200 Gramm Puderzucker. Aber der zieht halt wirklich gut. Schnäckchen sofort, Mäuschen. Zieht halt wirklich gut ein. Also diese blauen Perlen, die hatte ich jetzt zum Schluss drauf gemacht. Die haben jetzt zum Teil gar nicht mehr gehalten. Die sind schon abgerutscht. Ja, aber ich denke, dass es ausreichend ist. Also wenn ihr nicht genug habt, 200 Gramm reichen auch aus. So,
Ja, ist gut. Jetzt werde ich meine Zitronen, restlichen Zitronensaft, was ich euch gesagt habe, in diese Dinger füllen, mit Wasser ein bisschen mischen. Genau, und dann müssen wir gleich noch hier aufräumen. Und Lasagne müssen wir noch vorbereiten, Hanna. Ja. Brauchst du nicht knatschen. Lasagne noch vorbereiten. Shaker, ne? So, ich wollte jetzt die Lasagne vorbereiten. Ich mache heute eine faule Lasagne und nehme Maggi Fix Päckchen. Wie gesagt, bei uns kommen da noch Tomaten rein. Die wasche ich gleich und schneide die, viertel die. Ich habe mir heute die Nudeln ausgesucht. Habe ich gerade mit der Hanna geholt aus dem Keller. Ne, haben wir gerade im Keller geholt. Die war nämlich gerade wieder tragen. Spülmaschine gerade mit der auf dem Arm ausgeräumt. Das ist immer echt super. Was kennt ihr Mamas ja. Ich habe jetzt hier extra diese große Auflaufform genommen, weil wir halt keine Platten nehmen, sondern wir nehmen normale Nudeln. Dann verteilt sich das so ein bisschen besser. Und ohne Käse. Und ich mache auch hier, steht ja immer Creme Fraiche mit drauf, mache ich nicht. Ich mache immer ein bisschen Sahne. In meinem Fall Rama Creme Fiden. Genau, das brate ich ja. Also hier Hackfleisch gleich alles an und mache das fertig. Das ist ja jetzt nichts Besonderes mit dem Maggi-Fix-Päckchen, das kennt ja jeder. Ich mache jetzt sonst auch nichts rein, wie gesagt, nur die Tomaten. Hoffe, die Hanna ist jetzt noch ein bisschen ruhig. Draußen scheint jetzt auch wieder die Sonne, eben war es mal ein bisschen duster. Und dann, wenn die Männer gleich zurück sind, trinken wir Kaffee. Und Jürgen bringt noch Katzenstreu mit. Schnude. Und dann werden wir vielleicht doch noch ein bisschen rausgehen. Ich habe Dominiks alte Matschhose rausgesucht. Ist allerdings Größe 92, aber ja, wird sie jetzt schon nicht ganz versinken drin, hoffe ich. Weil die kriegt sie dann über den Designeranzug drüber. Dann kann ich die nämlich ein bisschen da auf dem Boden rumrobben lassen, auf der Wiese. Und ja. Das ist so der Plan noch und ja, wir sehen uns dann einfach später wieder. Tschüss, Hanna, sag. Tschüss. Ich grins. Und Domi, war die erste Fahrt? War es schön oder nicht schön? Doch. War schön? Ja, guck mal da. Was denn? Da sind Fahnen. Da sind Fahnen. Wo sind wir denn hier? Wo sind wir? Baumarkt vom Obi, gell? Beim Obi. Jetzt warten wir auf den Opa. Ja? Ja. Der kommt bestimmt jetzt gleich. Dann gehen wir noch ein bisschen was gucken, ja? Ja. So, ich bin jetzt hier gerade in unserem Garten. Ich habe noch ein bisschen gewütet. Jürgen hat noch ein bisschen mitgeholfen. Hier einmal da hinter mir. Das ganze Gestrüpp raus. Hier hatten wir ursprünglich gedacht, dass da eine Betonfläche gegossen war. Pustekuchen, da war Rasenteppich drauf, wie man da so sieht. Und die Platten, die wir hier auch sonst überall haben, Gehwegplatten. So, da haben wir, da ist Efeu-Scheiß drin. Was hast du gefunden, Schatz? Zaun. Stück. Mach kaputt! Da brauchst du gegenlesen, ist der weg. Komplett. Durch die Wand. Ja. Möchtest du einen neuen Zaun setzen? Muss jetzt ja. Ja, willst du da machen? Dann ist ja dumm, die Gegend fällt durch. So, und da hinten hatte ich angefangen. Da sind so scheiße Dreck-Kieselsteine und da kommen die Pflanzen durch. Und ja, da ist einfach mal nur so Folie drauf gemacht. Auf die Erde, egal was drunter ist, und dann Kies drüber. Spitze, ja, der Rasen muss noch komplett, also wir haben halt mal einen Anfang gemacht. Ich hatte ja, habe ich euch ja erzählt, ein bisschen Bock dazu, ein bisschen was zu machen. Und wenn man die Lust einmal hat, dann weißt du was? Muss man das auch machen. Ja, bitte, Schatz. Das engt gar nicht so ein, wenn der Zaun nicht da ist. Das ist angenehmer. Ja, aber auch mit Hanna gefährlicher. Anleihen. Ja, bestimmt. Mein Mann kommt auf Ideen. Ja. Die schläft übrigens hier unten. Ja, klar. Mich muss man ja auch anleihen, ne? Ab und zu ja. Warum? Ab und zu. Das geht jetzt in über 18 rein. Ah ja. Schaffst du denn, mein Schatz? Ich
würde mich jetzt mit dem ganzen Ding runterfliegen und der ganze Schleim bewegt sich. Ah. Ja. Neues Auto habt ihr ja gesehen. Nicht jetzt? Hat ja gefilmt. Ich hätte eine coole Idee. Was? Die Steine sind total wackelig hier. Die sind nicht eingegossen, die sind nur eingesetzt. Ja. Wenn man die bis auf den Punkt, die Kante hier, ja, nach vorne setzen und auffüllen wieder mit Erde, dann hast du hier oben mehr Fläche. Machen wir hier oben irgendwelche anderen Platten hin oder irgendwas, die sind sowieso abgesackt. Aber dann hast du bis hierhin. Von mir aus gerne. Von mir aus bis hier vorne hin. Ist halt noch ein Haufen Arbeit, aber. Bis diese doofen Randsteine anfangen, da diese. Hätte mal bedeuten mehr Platz, ja? Weil hier kannst du so nichts anfangen mit dem scheiß Gepuff. Mit unserem schönen Wintergarten. Rondell. Gibt es nicht unsere vier Steine aus, ne? Gut. Wir machen uns jetzt mal die Lasagne warm, würde ich sagen. Also, die braucht so eine halbe Stunde. Hanna wird bestimmt gleich wach. Ich glaube, der reißt den doch noch ab. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob ich den einhaken kann. Dann habe ich gesehen, dass da eine Fledermaus ist. Das ist zum Thema, gell? Ja. Alles wunderbar, alles tippitoppi in Schuss. Yeah! Gut. Alte Leute. Ja. Da geht der Stein weg. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Oder auch nicht? Wird das jetzt mal was? Was? Ja, mit dem Abreißen. Ich will nichts ganz dran. Hast du eben auch schon mal gesagt. Ich weiß. Der hat nur Angst, der fällt mit runter. Und ja, ich hab's auch. Ich hab keine Lust, dass auf, irgendwie flittert gleich in die Gegend, fliegt von den Balken da. Auf Band hätte ich beinahe gesagt. Auf Video. Denk dran, die Hanna steht hier mit dem Kinderwagen, ne? Ja, und denk dran, mein Eis ist genau in der Schusslinie, ne? Yeah! Gefallen! So, jetzt aber. Ciao. Wir sind jetzt auf der Couch. Wir haben 7:45 und da läuft jetzt ein Disney-Film, Küss den Frosch oder so, oder Küss mich Frosch oder so, ähnlich. Und eine Windelmaus. Und Jürgen hat Popcorn gemacht, gerade frisches. Da. Ja, da auf dem Tisch steht das. Und das wollen wir jetzt essen und gucken ein bisschen Film. Domi darf noch ein bisschen wach bleiben. Und ja, bis er eingeschlafen ist. Und dann gucken Mama und Papa wahrscheinlich gleich noch irgendwas anderes. Ne, Schatz? Ja. Und Handy einrichten. Achso. Handy einrichten für den Opa. Gut, dann wünschen wir euch eine gute Nacht. Guten Morgen, guten Tag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Tschüssi! Ist gut, Domi, lass mich aufdrücken.